Nun kommen wir zu der Rebsorte, für die jeder Weinliebhaber das Mittelburgenland so liebt. Wir kommen zum Blaufränkisch. Im Hause Kant K. Kirnbauer beginnt die Blaufränkisch-Serie mit dem 7301. Und 7301 ist nichts anderes als die Postleitzahl von Deutschkreuz. Wir sagen aber, das ist die Blaufränkisch-DNA. Hier ist das Zentrum des Blaufränkisch, hier ist die Heimat des Blaufränkisch. Und genauso präsentiert sich auch der Blaufränkisch 7301, der im Jahr 2015 zum ersten Mal gekeltert wurde. Es ist eine sogenannte Cru Village, ein Blaufränkisch, der sich aus mehreren Lagen von Deutschkreuz zusammensetzt und zum einen Teil im großen Holzfass und zum anderen Teil im Barrique ausgebaut wurde. Was wir so besonders lieben am 7301 ist dieser Charme, den dieser Wein mit sich bringt. Er ist ein Blaufränkisch, wie wir augenzwinkern sagen, für den deutschen Gaumen, weil er nicht diese überstrukturierte Form am Gaumen mit sich bringt, wie viele Blaufränkisch-Kollegen das tun. Und teilweise die Leute auch sagen, dass sie davon pelzige Zunge kriegen, sondern wir haben beim 7301 die ganze Liebe zum Wein und zu unserer Heimat mit hineingebracht. Und das spürt man in der Seidigkeit der Tannine, weil immer eine ganz dunkle Farbe und diese jugendliche Note nach Brombeeren und dann in der Reife nach Kirschen, immer untermalt von einem Hauch Milchschokolade, ist eine ganz verführerische Nase. Und am Gaumen gleitet er so schön entlang mit diesen seidigen Tanninen. Man spürt die Würze, die Struktur, die Küchenkräuter. Und der Blaufränkisch wird bei 15 Grad serviert und ereignet sich hervorragend als Speisenbegleiter, aber auch als drittes Rad am Wagen bei einem romantischen Rendezvous zu zweit. Zum Wohl!